Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Willkommen bei Hart aber fair. Dankeschön. Ja, es ist... Vielen Dank. Es ist ein abgedroschener Spruch, aber dieser abgedroschene Spruch wird jetzt aktuell und ich finde auch bedrohlich. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wohl wahr. Es ist nämlich möglich, dass ein Mann wie Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Morgen gibt es noch mal einen letzten großen Vorwahltag, aber schon jetzt ist ihm die Kandidatur nicht mehr zu nehmen. Das Undenkbare ist passiert. Oder was doch denkbar? Darf ich gerade mal in unsere Runde fragen. Wer hat noch vor einem halben Jahr gedacht, dass der Kandidat der Republikaner wirklich Trump heißen wird? Wer hat es gedacht? Sie sind aber ganz schlauer. Nee, ich habe an Berlusconi gedacht. Aha. Und Sie meinen, die Amerikaner machen den Italiener? Ja, bei Berlusconi haben auch seit 10 Jahren immer mir alle gesagt, der wird es nie. Mhm. Habe ich gedacht, na, da kann man drauf wetten, auf das Pferd. Hätten Sie mal gewettet. Ja. Wir werden über die Folgen gleich noch zu reden haben, denn es ist ja ein Trend. Nicht nur Trump poltert und beleidigt, er ist schrill und politisch unkorrekt. Er widerspricht sich in derselben Rede, er entschuldigt sich, um dann gleich wieder draufzuhauen. Der Präsidentschaftskandidat macht einfach in den USA vor, wie hemmungsloser Populismus zum Erfolg führt. Funktioniert diese Methode auch bei uns? Und darf ein Politiker alles laut sagen, was manche nur im Stillen denken? Unser Thema, die Methode Trump, erobern Krawallmacher und Populisten die Macht. Hart aber fair mit diesen Gästen. Ingo Zamperoni, der USA-Korrespondent der ARD, ist überzeugt, jetzt ist für Donald Trump alles möglich, denn Millionen Amerikaner wollen den Wechsel. Dabei ist Trump völlig unberechenbar, benimmt sich teilweise wie ein 4-Jähriger, dem die Schippe weggenommen wurde und pöbelt alles und jeden an. Roger Köppel, der Abgeordnete der Schweizerischen Volkspartei und Publizist, sagt, immer mehr Leute haben die Nase voll von der abgehobenen Politik ihrer Eliten. Die Erfolge von Trump oder der AfD sind Ausdruck eines wachsenden Unbehagens, das berechtigt ist. Serdar Somuncu, der Kabarettist, warnt, Donald Trump ist eine Gefahr für den Frieden in der Welt. Er gießt Öl ins Feuer und bietet einfache Lösungen für komplexe Probleme an. Damit erreicht er, wie alle Populisten, Menschen, die nicht tiefergehend nachdenken wollen. Dirk Schümer, der Europakorrespondent der Weltgruppe, mahnt zur Besonnenheit. Bei unseren Nachbarn sieht man den sogenannten Rechtspopulismus viel gelassener. Denn keinem dieser Länder drohen deshalb Diktatur und Politgewalt. Wir sollten auch in Deutschland entspannter sein. Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, ist besorgt. Trumps Persönlichkeit besteht aus Maßlosigkeit, Respektlosigkeit und Selbstbezogenheit. Er erreicht Mehrheiten durch Angst, Wut und Hass. So wird er der Verantwortung der USA in der Welt in keiner Weise gerecht. Tja, keine Chance, keine Chance. Unmöglich. Eher fällt Weihnachten auf Ostern. Die versammelten Politikexperten weltweit, bis auf einen haben wir gerade gehört, waren sich einig. Niemals wird Donald Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Eine Festlegung mit Folgen. Trump will lose or I will eat this column. Trump wird verlieren oder ich esse diese Kolumne. Soweit lehnte sich der Washington Post-Kolumnist Dana Milbank noch im Oktober 2015 aus dem Fenster. Diese Wette hat er verloren. In feine Streifen geschnitten, musste er seinen Artikel jetzt wirklich verspeisen. Bon Appetit. Allerdings nicht pur. Die Kolumne wurde kulinarisch veredelt und häppchenweise als mehrgängiges Menü serviert. Auch unser Gast Ingo Zamperoni hatte anfangs nicht an Trumps Erfolg geglaubt. Noch im vergangenen Sommer twitterte er mit einem Augenzwinkern. Auweia, jetzt wird's eng für Bush, Clinton und Co. Donald Trump verkündet seine Präsidentschaftskandidatur. Zamperoni, sind Sie ganz froh, dass Sie nur getwittert haben? Ein Tweet kann man nicht aufessen. Genau, oder ich esse mein Handy auf, zum Glück nicht. Nee, in der Tat, das hat keiner gedacht. Also da waren Sie wirklich in der Mindermeinung, wer damals gedacht hätte, das würde so passieren. Amerikanischer Präsidentschaftswahlkampf ist immer schriller und mehr Show und Populismus ist da auch ein bisschen immer dabei. Und das war schon immer die Kandidaten, ob sie jetzt Herman Cain,
der eine Pizzakette geschmissen hat oder auch ein Stephen Forbes. Also Leute, die aus der Reihe fielen, die gab es immer schon. Aber dann pendelte sich das irgendwann ein und dann gab es dann irgendwann so den Mainstream-Kandidaten. Und das hätte in diesem Fall Jeb Bush sein sollen. Aber ja, der ist es nicht geworden. Hat Trump, der mit verschiedenen Posen unsere Sendung schmückt hinten, hat er davon profitiert, dass ihn so viele so lange unterschätzt haben? Mit Sicherheit. Also unterschätzt haben ihn sehr viele. Davon hat er profitiert. Und ich glaube, die meisten in seiner Partei oder in der Partei, für die er antritt, denn er ist auch nicht wirklich ein Republikaner, haben auch nicht gedacht, dass das ist das, was die Basis hören will und darauf anspringt. Also insofern haben ihn sicher mit Sicherheit viele unterschätzt und nicht wahrhaben wollen, was da aus sie zurollt. Herr Röttgen, Sie sind Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Haben Sie das schon mal für sich gedanklich durchgespielt, wie die Zusammenarbeit mit einem US-Präsidenten Donald Trump gehen könnte? Nicht wirklich. Jedes Mal, wenn ich ansetze, dann hört das Gedankenspiel wieder ganz schnell auf, weil man es sich weder vorstellen mag, sondern ich würde auch sagen, sich nicht vorstellen kann. Das aller Positivste, was man sagen kann, ist, dass er eine völlige Überraschung wäre. Man kann, wenn man positiv gesonnen ist, sagen, er hat sich überhaupt mit der Frage, wie werde ich regieren, noch gar nicht beschäftigt. Sondern er beschäftigt sich ausschließlich jetzt mit der Frage, wie kann ich Präsidentschaftskandidat werden, wie kann ich gewissermaßen die Republikanische Partei feindlich übernehmen, welche Mechanismen muss ich da anwenden, wie emotionalisiere ich, wie provoziere ich, welches Tabu breche ich. Und wenn ich dann gewählt sein werde, dann fängt ein ganz neues Kapitel an, nämlich dann, wie regiere ich? Mit der Frage hat er sich vielleicht noch gar nicht beschäftigt. Herr Röttgen, mir hat noch nie ein Politiker auf die Frage, ob ihm etwas Angst macht, mit Ja geantwortet. Deswegen versuche ich es bei Ihnen jetzt mal. Macht Ihnen der Mann Angst? Wir neigen immer dazu, Furcht zu sagen, aber in diesem Fall muss ich sagen, es ist mehr als Besorgnis. Ja, ich finde es angsterregend und insofern komme ich zum Ergebnis, die Frage zu bejahen. Wie werden Sie die Frage? Herr Köppel. Sie sind Publizist, Beobachter und seit einem halben Jahr Politiker für die Schweizer Volkspartei. Eine Partei, der man nachsagt, sehr erfolgreich zu sein, auch populistisch zu sein. Macht Ihnen dieser Donald Trump auch Angst? Also der Vorwurf des Populismus, Herr Blasberg. Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, dass man ihn nachsagt, Populist zu sein. Ja, und jetzt? Man könnte auch Herrn Somuncu nachsagen, dass er erfolgreich ist, ohne dass er beleidigt ist. Ja, also die SVP ist eine hoch erfolgreiche Partei. Aber der Vorwurf des Populismus, der kommt ja immer dann, wenn dem Establishment nichts mehr einfällt, wie sie ihre Kritiker kritisieren sollen. Früher hieß das Gotteslästerung, vaterlandslose Gesellen, dann warst du Kommunist, hattest zu lange Haare, heute bist du Populist. Wer Populist sagt in der Politik, will nicht über die Sache reden. Und jetzt zu Trump. An Trump finde ich jetzt weniger die Person und die Politik interessant. Aber was ich, Herr Blasberg, hochinteressant finde bei Trump, das ist der enorme Zulauf, die dieser Politiker, eben zur totalen Überraschung von hochdekorierten Politikern wie Herrn Röttgen, hat. Und dieser Zulauf ist Ausdruck eines gewaltigen Unbehagens, einer Unzufriedenheit. Ich war kürzlich in Amerika. Die Leute haben einfach genug von dieser sterilen Großraumpolitik ihrer Regierung, Klimawandel retten, Finanzindustrie weltweit, die zusammenbricht, militärische Intervention, die USA zahlt die Rüstungsausgaben von ganz Europa und die Amerikaner sagen, wir wollen das nicht mehr, unsere Politik ist abgehoben, schöngeistig, wir wollen zurück zum Überschaubaren, zum Authentischen. Und Sie glauben jetzt, dass dieser Trump, der sagt, ich habe mein Geld selber verdient, ich bin da nicht gesponsert von irgendwelchen Interessengruppen, ich bin der, der eure Sorgen ernst nimmt. Und da muss man sich, das muss man ernst nehmen, was hier passiert. Und ein letzter Punkt noch. Ich würde den Politikern empfehlen, aufzuhören mit diesen Scheindebatten über Populismus, sondern die Probleme anzusprechen, die Themen anzusprechen und bessere Lösungen zu bringen als Trump. Sie haben oder in gesagt, Deutschland den Politiker, der ich möchte so können Sie den Trump dass Sie jetzt selbst Politiker machen. Sind. Darf ich Ihre Antwort nur so zusammenfassen auf die Frage, macht Ihnen Trump Angst? Darf ich da sagen, habe ich das rausgehört? Nein? Nein, ich habe ein großes... Mut, nein, Entschuldigung, nein, halt. Nein, ich habe großes Vertrauen, dass die Amerikaner, wie übrigens auch die Deutschen und andere demokratischen, soliden Rechtsstaaten, vernünftig genug sind und dass sie nicht irgendeinen Verrückten wählen. Und wenn sie einen Trump wählen, und ich finde nicht alles gut, was er sagt, aber wenn sie ihn wählen, dann muss das Unbehagen,
dass sie mit der jetzigen politischen Klasse haben, enorm sein. Und noch ein letzter Punkt. Nee, Trump, vor 30 Jahren hätte Trump keine Chance gehabt. Ich verspreche, Sie kommen noch mal dran in der Sendung. Trump hätte vor 30 Jahren keine Chance gehabt. Also er ist ein System für Schweizer Durchmarsch. Vielleicht. Also, ich glaube, also nicht kein Hochmut gegen Trump. Man muss das ernst nehmen. Sie ist pulvertrocken. Die Sendung ist noch lang. Herr Somuncu, Sie sind Kabarettist. Wann haben... Nein, ich bin Populist. Was macht Mut? Erfolgreich dazu auch noch. Oder auch noch erfolgreich. Wann haben Sie gemerkt, dass Donald Trump mehr als eine Witzfigur ist, über die man gut scherzen kann? Gut, das sieht man natürlich erstmal. Die Frisur ist nicht ernst zu nehmen. Nur kein Nein. Will nur kein Nein. Gut, dass Sie reinrufen. Ihre Frisur ist auch nicht besonders. Na gut, jetzt was anderes. Entschuldigung, aber ich fasse mal zusammen, was der Kollege rechts von mir gesagt hat. Konzentrieren. Und wenn ich so wenig auf dem Kopf hätte wie Sie, würde ich. Ich wollte gerade sagen, ich kann über Frisuren lästern, okay. Weil mir kann man es nicht zurückgeben. Ernsthafte Frage. Wann haben Sie? Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was der Kollege neben mir gesagt hat. Das war an Arroganz kaum zu überbieten. Er hat gesagt, er sei nicht Populist, sondern Widerstandskämpfer. Und die SVP zu kritisieren, gleiche einer Gotteslästerung. Also die SVP sieht sich als Stellvertreter Gottes auf Erden. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben das sehr spitz zugefügt. Ich bin ja einer der Türken, die ganz gut Deutsch gelernt haben, neben den Fäkalbegriffen, die ich zwischendurch noch benutze. Erinnern Sie sich eigentlich noch an meine Frage? Ja, ob ich Trump... also ich finde, ja, er ist zum einen eine abstoßende Person, wenn man rein oberflächlich ihn betrachtet. Er sieht nicht besonders sympathisch aus, aber darum geht es in der Politik nicht. Ich finde, es ist ambivalent. Wir schauen auf Amerika aus Deutschland immer mit einer besonderen Perspektive. Aber wenn man das mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, war Obama auch nicht der Superstar, der er immer gewesen sein sollte. Obama hat sehr viele Konflikte zaghaft gelöst und Konflikte initiiert erst dadurch, dass er so zaghaft war. Der arabische Frühling ist ein Schuss gewesen, der nach hinten losgegangen ist. Und Amerika ringt seit Jahren schon um eine Position in internationalen Konflikten. Und so wenig ich Trump auch mag, glaube ich, ist es für Amerika manchmal besser, wenn eindeutige Positionen vertreten werden. Und ich glaube, wir überschätzen und unterschätzen es zugleich. Trump wird die inneramerikanischen Konflikte dramatisch verschärfen. Er macht einen Wahlkampf gegen Minderheiten. Er will eine Mauer zwischen Mexiko und Amerika ziehen. Er macht Wahlkampf gegen Muslime, die in Amerika leben. Er trennt plötzlich wieder, und das ist ungewöhnlich für Amerika, zwischen Menschen mexikanischer Herkunft und Amerikanern. Gerade im Augenblick gibt es einen Gerichtsprozess, wo er das einem Richter vorwirft, befangen zu sein. Aber außenpolitisch war es immer so, dass amerikanische Präsidenten, die eine eindeutige Position vertreten haben, für die Stabilität in der Welt jedenfalls berechenbarer waren. Und da ist Obama sehr ambivalent gewesen. Sie denken auch an Reagan da. Reagan war für uns damals eine Katastrophe, und ich erinnere mich an die Pershing-Beschlüsse, und wir haben wirklich gedacht, das ist das Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich gut oder schlecht war. Es hatte sehr viele schlechte Seiten, es hatte eine Dramatisierung des Ost-West-Konfliktes zur Folge. Aber das, was ich meine, ist ja nicht, dass ich irgendeinen Präsident gut zu finden habe, sondern es geht um die Frage, wie ist das Weltgefüge am sinnvollsten. Und ich glaube, in dieser Frage können wir die Entscheidung im Augenblick schwer treffen. Obama jedenfalls war nicht der, für den wir ihn am Anfang gehalten haben. Herr Schümer, Sie waren in der ersten Runde hier in der Begrüßung der Einzige, der gesagt hat, ich habe damit vor einem halben Jahr gerechnet. Wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe. Naja, jetzt lassen Sie mal das Kokette weg. Sie haben natürlich Ahnung. Sie haben deswegen auch Ahnung, weil Sie erstens Europakorrespondent sind und zweitens den Dienstsitz Venedig haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Aber Sie hatten auch Gelegenheit, Berlusconi aus der Nähe zu betrachten. Soll uns das eigentlich beruhigen oder beunruhigen, wenn Sie sagen, ja, in Italien hat man auch immer gesagt, dieser Durchgeknallte mit... Da muss man schon wieder über komische Haare reden. Der wird es und seinen Playgirls, der wird es nie zum Staatschef bringen. Er ist es geworden. Soll uns das beruhigen oder beunruhigen? Beruhigen, ganz klar. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Bei Trump glaube ich das auch. Das ist, die Parallelen sind offensichtlich. Berlusconi war ein Milliardär oder ist es leider immer noch. Und Trump auch. Und das sind beides geborene Verkäufer. Die können Sie bei einer tauben Oma an die Haustür stellen und der verkauft ihr einen Staubsauger und ein Zeitungsabo und alles noch dazu. Mit meinem Elan, weil er an sich glaubt, weil er der total geborene Selbstvermarkter ist. Und das macht er jetzt in der Politik. Was er danach, wenn er Präsident erstmal ist, glaube ich, braucht Herr Röttgen gar nicht mehr so eine Angst zu haben. Der wird wieder hören, was wollen die Leute? Die wollen keinen Weltkrieg, die wollen keine starke Konfrontation. Dann wird er das ganze Ding wieder runterfahren. Ich habe heute noch eine Reportage im Hollywood Reporter gelesen, wo einer sagte, der ihn getroffen hat, naja, das ist der einzige Politiker, der mir je begegnet ist, der dauernd über alle gut redet, privat und öffentlich alle
alle anscheißt. Aber bei den anderen Politikern ist es genau umgekehrt. Die reden über alle gut und öffentlich wird die, privat wird die Axt ausgepackt und die werden alle zu Kleinholz verarbeitet. Der ist also gar nicht so ein Bösewicht. Der macht das ganz gezielt, um sich als Produkt in den in Fokus zu stellen und sich zu verkaufen. Ein Marketing-Experte. Wenn wir mit, Herr Simunsch hat das angedeutet, mit einer gewissen deutschen Arroganz fragen, welche verrückten Amis wählen eigentlich diesen verrückten Mann, dann wird man mit einer solchen Fragestellung einfach nicht weiterkommen. Aber wer einfach nur neugierig ist auf die Trump-Unterstützer, wie zum Beispiel unser Gast Ingo Zamparoni, der Amerika-Korrespondent der ARD, der lernt dann in einem Filmbeitrag, den Sie gemacht haben, der lernt dann ganz normale Menschen kennen. Case führt einen kleinen Baubetrieb, hält sich mit Renovierungen jeglicher Art über Wasser. Für Politik habe er sich nie begeistern können, wählte, wenn überhaupt, immer was sein Vater ihm vorgab. Das sei jetzt zum ersten Mal anders. In der Minute, wo ich ihn da oben an der Rolltreppe im Trump Tower gesehen habe, er einmal durchgeatmet hat und dann mit seiner Frau runtergekommen ist, um seine Kandidatur zu verkünden, in dem Moment war ich an Bord. Ob ihn das nicht misstrauisch macht, dass Trump so oft große Taten ankündigt, ohne realistisch zu erklären, wie er das anstellen will. Ich will gar nicht wissen, wie er das anstellen will. Ich will nur, dass er es anstellt. Ich vertraue ihm da. Ich vertraue ihm mit meinem Leben, ihrem Leben, mit Amerikas Zukunft. Zu seinen Mitstreitern gehören auch Mary Greer und ihr Zwergpony Dreamcloud. Er will Gutes tun, etwas zurückgeben, in uns investieren. Der Arme setzt sein Leben ein, für mich, für meine Kinder und Enkelkinder. Hey, ich bin nicht mehr die Jüngste. Und wenn ich dieses Land Amerika verlasse, dann will ich auf meinem Sterbebett wissen, dass für meine Enkel gesorgt ist. Ich brauche Trump an der Macht, und zwar sofort. Zamparoni, diese Menschen vertrauen Donald Trump blind. Warum ist das so? Ja, dieser eine O-Ton da von Ralph, der fasst es für mich zusammen. Ich will gar nicht wissen, wie er es anstellt, ja, sondern ich will nur, dass er es anstellt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus Frust mit den Eliten, eine Mischung aus die nicht mitgekommenen einer Globalisierung, dem technischen Fortschritt nicht mitgekommen sind, die Amerika als Verlierer sehen, die, und das ist das Wesen, glaube ich, auch von, wenn wir vom Populismus reden, jemand, der die starke Hand auspackt und sagt, ich kümmere mich um euch, ladet alle eure Sorgen bei mir an. Aber wie glaubwürdig ist das denn? Der Mann ist Milliardär und hat sein Geld nicht beim Lottospielen gemacht. Der heißt, er hat das kapitalistische Prinzip, kaufe Arbeit billiger ein, als du sie verkaufst. Das heißt, viele Menschen haben zu seinem Reichtum beigetragen. Das verkörpert er. Wieso glauben die Menschen, dass ausgerechnet er ihr Anwalt ist? Weil sie es glauben wollen. Weil sie es glauben wollen und weil sie eben auch sagen, mit allen Politikern, die wir bis jetzt nach Washington geschickt haben, die uns versprochen haben, wir führen das für euch ein oder wir setzen das für euch durch, ist nichts passiert. Wir rücken die Gesundheitsreform von Obama wieder zurück, alles nichts passiert. Jetzt kommt halt einer, der es verspricht und dann sagen sie, was haben wir zu verlieren? Es ist die Methode Brechstange und schlimmer als es bis jetzt ist, kann es nicht werden. Aber also das ist das Werk, es ist ja oft so, dass die Leute nicht nachforschen, ob diejenigen, die diese schlichten Thesen vertreten, ihnen auch gerecht werden. Das ist auch bei der AfD so. Die AfD hat ein Parteiprogramm, in dem steht, dass die Ehe geschützt werden soll, die Familie über allem steht und Frauke Petry und Markus Prezell leben zusammen in wilder Ehe. Also das interessiert die Leute gar nicht. Ich glaube, es geht da eher um die Floskel und um die Parole als um die Erfüllung. Ich staune einfach. Vielleicht die Diskussion ist jetzt interessant, die wir hier führen. Aus allen Voten kommt ungefähr das Gleiche. So ein bisschen ein sophistizierter, kulturpessimistischer Hochmut gegenüber diesen einfach gestrickten Amerikanern, die sich da von irgendeinem Schlangenölverkäufer irgendetwas verkaufen wollen lassen. Entschuldigen Sie, die These aufstellen, wer hier am Panel, ja, inklusive meiner Person, hat da Hochmut aussprechen lassen? Ja, absolut. Also, man redet. Ja, lassen Sie mich schnell ausreden, Herr Blasbeck, dann erkläre ich es Ihnen. Es war ja offensichtlich, die Leute, man hat hier über diese Wähler oder Trump-Unterstützer geredet, wie wenn das so etwas so Patienten sind, die nicht genau wissen, kein Urteilsvermögen. Und ich sage euch einfach etwas, ich sage euch etwas. Demokratie heißt, dass man die Leute, die Wähler, ernst nimmt. Und ich sage, wenn einer Trump wählt, ist das ein Zeichen. Das ist aber auch eine Methode des Populismus, der versteht es nicht oder das ist dagegen anzutreten. Herr Köppel, Sekunde. Herr Zamparoni hat den Film gemacht, er hat mit Leuten gesprochen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sie nicht ernst nimmt. Ja. Im Gegenteil, wir haben sogar Leute, wir wollten ja genau wissen, warum wählt ihr jemanden wie Trump? Und das sind jetzt nicht irgendwelche Spinner, die in irgendwelchen Tälern in West Virginia leben, sondern ganz normale Familienvater, alleinerziehend, hat ein kleines Bauernhof.
Unternehmen und sagt, bis jetzt hat mir keiner eine Botschaft angeboten, der ich zustimmen konnte. Trump ist der Erste. Herr Röttgen, entschuldigen Sie, sind gleich dran. Herr Röttgen, eine Frage. Was wir bisher als Erklärung gehört haben, kann man doch so zusammenfassen, der Unmut über das, was die etablierte Politik dargestellt hat, immer wieder dargestellt, ist so groß, dass die Menschen einen Typen wie Trump schlucken, weil er das größtmögliche Aufweckungspotenzial hat. Das ist ja eigentlich eine Klatsche für die etablierte Politik. Ja, ich würde es etwas an, aber im Grunde ist es das, mit einer leicht anderen Formulierung. Er macht überhaupt keine Sachaussagen. Er hat bislang noch nicht irgendeinen einzigen Vorschlag gemacht, wie er ein Problem löst. Das macht er auch ganz bewusst nicht, weil dann würde er Teil von Diskussionen werden. Er will eine Mauer bauen, er will Einreiseverbot. Ja, das sind ja keine Vorschläge. Nein, das sind alles keine Vorschläge, um Probleme zu lösen. Das sagen seine Wähler auch nicht. Er löst mein Problem, sondern er ist die Stimme von einer großen Wut, die es in der amerikanischen Gesellschaft gibt. Ja, frustriert zu sein, alleingelassen zu sein, gegen das Establishment, das ist eine große Unterschätzung der etablierten Politik in Washington oder in den Vereinigten Staaten. Und dagegen, mit seinen ganzen Provokationen, das ist im Grunde die einzige Aussage, die er macht, ich bin die glaubwürdige Stimme von Protest und Wut, indem ich sage, ich bin für Foltern, ich bin dafür, dass wir eine Mauer gegen Mexiko bauen. Kein Mensch rechnet damit, dass das geschieht, sondern er ist die Stimme von Wut. Er erzeugt Wut, er erzeugt Ängste, er erzeugt Emotionen. Das ist sein politisches Geschäftsmodell, nicht die Lösung vom Problem. Er wirft den anderen vor, ihr löst das Problem nicht. Er macht nicht einen einzigen Lösungsvorschlag, sondern er drückt die Enttäuschung, die Frustration über die Nichtlösung durch die etablierte Politik aus. Das ist sein Erfolgsmodell. Herr Schwimmer, ich glaube, in einem Punkt muss ich Ihnen widersprechen, Herr Röttgen. Er erzeugt diese Ängste nicht, die sind doch ja da. Und diese Ängste, wo sind denn die Ängste der populistischen Wähler in Italien, in Spanien, in Holland, in Dänemark, in Ungarn? Das ist doch ein globales Phänomen. Wir müssen doch einfach mal dazu kommen. Das ist, glaube ich, auch was Herr Köppel sagt, das sind Leute, die sind von der Globalisierung überrannt worden, die haben Angst. Das ist so wie wenn, da fährt der super modernisierte Bus immer durch die Stadt und alle freuen sich, der Bürgermeister und sein Stellvertreter. Und dann stehen lauter Leute an der Bushaltestelle, die können sich leider die Karte dafür nicht leisten, da regnet es drauf. Und die sind diejenigen, die abgehängt sind. Und das ist ein Problem des globalen Kapitalismus. Das in Amerika greift in ganz vielen Ländern in Europa auch zu. In Spanien sind es Linkspopulisten, Herr Tsipras in Griechenland ist so von einer maoistischen Kleinpartei zum Regierungschef hochgespült worden. In Dänemark regieren Populisten mit und in Holland, die genau dasselbe sagen, unser Sozialstaat muss verteidigt werden. Die nehmen auch die, White Trash, die Unterschichten, die Weißen mit, die glauben, dass sie keine Repräsentation mehr haben. Das ist ein globales Politikversagen durch eine wirtschaftliche Entwicklung. Aber die Methode ist nicht, die Ängste aufzunehmen, sondern die Ängste zu verstärken. Wenn der Muslim rausbleiben muss aus dem Land, dann ist der Muslim, der Mensch mit muslimischem Glauben ist per se gefährlich. Der Mexikaner ist Vergewaltiger. Der Mexikaner bringt die Drogen ins Land. Das heißt, er schürt die Ängste, um Macht für sich zu gewinnen. Das ist das Verantwortungslose, was er gemacht hat. Es ist ein westliches Phänomen. Überall. Die Ängste sind Teil der westlichen Gesellschaft. In den autoritären anderen Staaten werden sie unterdrückt. Da sind sie auch da. Es gibt Verlierer. Wir haben wahnsinnige Umbrüche. Es gibt die einfachen Lösungen. Nicht alle, die sich verantwortungsvoll bemühen, die müssen differenzieren, die müssen abwägen, die brauchen 10 Sätze. Er hat einen Satz, mit dem er einen beleidigt und damit erzeugt. Aber haben Sie überhaupt eine Chance bei, ich nenne das mal, asymmetrische Kriegsführung? Absolut. Aber nicht, indem das ist übrigens eine gute Frage auch für Hillary Clinton. Wahrscheinlich werden wir den schmutzigsten Wahlkampf in der amerikanischen Geschichte erleben. Herr Zamboni nickt. Und die Frage ist, wie geht jetzt eine Frau wie Hillary Clinton mit der Perspektive permanenter, persönlicher, unmöglichster Beleidigung um? Wird sie sich auf das Terrain begeben? Ich glaube, dann wird sie einen schweren Fehler machen. Auf diesem Terrain ist sie nämlich nicht wettbewerbsfähig. Wie geht man damit um? Und ich glaube, ich würde es jedenfalls so sagen, wir müssen dieser Angstmache eben unseren Sinn für Verantwortung entgegenstellen. Und wir dürfen als Demokraten und verantwortungsvolle Politiker nicht kleinmütig sein. So gewinnt man Leute. Nein, man kann auch Leute mit Verantwortungsappellen und Verantwortungsbewusstsein gewinnen. In der Analyse
In der Analyse sind wir uns ja einig. Nein. Also es ist ein Zuwachs an... Solche Formulierungen sind immer gefährlicher, Herr Somuncu. Zur Demokratie gehört übrigens auch, dass man den Gesprächspartner ausreden lässt. Das sollten Sie in der Schweiz schon gelernt haben. Zu einer lebendigen Diskussion gehört auch, wenn man mental noch in der Lage ist, ein Gegenargument zuzulassen. In der Analyse sind wir uns einig. Also ich jedenfalls, vielleicht Herr Köppel nicht, mit meinen Gesprächspartnern auf der linken Seite. Dass es nicht nur in Europa, sondern ich glaube weltweit einen Zulauf zu Populisten gibt. Und das ist in Frankreich ganz extrem. Das ist in Österreich fast auf der Spitze gewesen im Wahlkampf um die Präsidentschaft, als es ein FPÖ-Politiker fast geschafft hätte. Es ist in Deutschland noch relativ mäßig, mit 14%, mit 24% berechenbar. Wie wählt das Volk ja auch meistens nicht. In Holland, in anderen Ländern ist es ein Phänomen, was ganz klar zu beobachten ist. Die Frage ist, warum ist das so? Und das möchte ich kurz mal beantworten. Was Sie gesagt haben. Schauen Sie sich mal an, genau das, was Sie gesagt haben. Behalten kann Sie ich Frage im Kopf. Die Frage, warum das garantiert, so ist, notariell. Aber das, da was Sie beschrieben noch haben, noch natürlich, Herr Köppel, das, was Sie beschrieben haben, kann man bebildern. Weltweit sind Populisten auf dem Vormarsch bei den Wählern beliebt. Nicht nur in den USA, wo Donald Trump Obama als Präsident ablösen könnte. In Frankreich will Marine Le Pen das Amt von Präsident Hollande übernehmen. Und in Großbritannien gilt der ehemalige Londoner Bürgermeister und Brexit-Befürworter Boris Johnson als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Premierminister Cameron. Sie alle könnten bald zum Kreis der mächtigsten Politiker der Welt gehören, zur G7. Und wenn die Aussöhnung mit Russland klappt, wären es wieder die G8. Das Gruppenbild könnte dann so aussehen. Hammer, also es oder? Gibt aus, ja, es gibt aus meiner Sicht immer zwei Erklärungen dafür. Es gibt keine universelle Antwort. Es liegt jetzt nicht nur an der Globalisierung und daran, dass die Menschen überfordert sind. Es liegt nicht nur daran, dass die Menschen kein Geld haben oder dass materieller Notstand existiert. Es ist eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Komponenten. Und es gibt hierbei Demarkationspunkte, an denen sich das Geschehen verändert hat in der Welt. Ein Demarkationspunkt in der Weltgeschichte ist der 11. September gewesen. Und die Ereignisse, die darauf folgten, samt der Intervention, die die Amerikaner im Nahen Osten gebracht haben, waren eigentlich Misserfolge. Sie haben das Gefüge des Nahen Ostens gravierend durcheinander gebracht. Das, was darauf folgte, die wachsenden Ängste der Menschen, dass ein islamischer Fundamentalismus nach Europa schwappen könnte, plus der Bilder, die durch das gewachsene Internet auch immer mehr und immer verfügbarer geworden sind, haben Ängste in den Menschen geweckt, Grundängste in den Menschen geweckt, die leicht abzufangen sind. Man kann sie personalisieren, auch, indem man wenn sagt... Wenn Sie über die Menschen reden, bitte? In Ihnen auch? In mir auch. Wenn ich diese Beheading-Videos gesehen habe, wenn ich gesehen habe, dass da einer mit einem orangefarbenen Overall steht und einem anderen Menschen den Kopf abschneidet, dann macht das Angst. Aber ich will noch mal auf was anderes zurückzukommen. Unsere Aufgabe ist es nicht, dieser Angst zu unterliegen und die Argumente zur Prävention denen zu überlassen, die einfache Argumente geben, sondern wir müssen Ursachen erforschen und herausfinden, warum es erst zu diesem durcheinandergebrachten Weltgefüge kommen konnte. Und da gibt es andere Antworten. Zum Beispiel, dass wir auf der einen Seite davon profitieren, dass wir andere Länder ausbeuten von den Ressourcen existieren, unsere Klamotten günstig fertigen lassen. Gucken Sie mal in Ihre Jacke, da steht Made in India oder Bangladesch. Und auf der anderen Seite wollen wir nicht, dass diese Menschen den gleichen Lebensstandard haben. Da ist zum Beispiel ein Aspekt, Verteilungsungerechtigkeit. Wir haben jahrelang Waffen verkauft an sehr seltsame Regime, zuletzt im letzten Jahr an Arabien. Im letzten Jahr übrigens zweimal so viel wie im Jahr davor. Und dann wundern wir uns, wenn das Folgen hat, die bei den Menschen und nicht nur bei den einfachen Menschen Ängste auslösen. Sie plötzlich sind die Konflikte von unserer Saudi-Arabien den Populismus verstärkt. Nein, das habe ich alles, was man falsch in der Politik als es war ein Erklärungsversuch. Ich habe ihn mit Interesse verfolgt, aber also möchte jetzt gerne Herrn Köppel hören. Ich muss hier intervenieren bei einem Punkt, den Herr Röttgen gemacht hat und der für mich eben genau diese Hochnäsigkeit ausdrückt, die ich das Problem finde. Wenn man sagt, ja, das sind die Angstmacher, kommt der nächste Begriff, das sind die Aufhetzer, die Angstschürer. Das impliziert ja, das setzt ja voraus, dass sich die Leute Angst einjagen lassen und dass sich die Leute Angst machen lassen. Die Leute hier an der Runde würde ich mal so einschätzen, dass keiner von ihnen sich von irgendeinem sogenannten Populisten Angst einjagen lässt, weil sie für sich in Anspruch nehmen, dass sie ein differenziertes Urteilsvermögen haben. Und ich sage jetzt, unterschätzen Sie die Leute da draußen nicht. Die haben ein mindestens so gutes Differenzierungsvermögen wie Sie, Herr Röttgen. Die können auch die Spreu vom Weizen trennen, vielleicht sogar noch manchmal ein bisschen besser als Sie. Mhm. Unterschätzt diesen Wähler nicht. Und was produziert Populismus? Das kann ich Ihnen sagen, also was Sie als Populismus bezeichnen. Was produziert Trumps?
Was führt dazu, dass in Österreich die ÖVP und die SPÖ nach einer 60-70-jährigen Herrschaft abgewählt werden? Was führt dazu, dass in Frankreich eine zum Teil ganz unheimliche Partei kommt? Was passiert, dass wir in Deutschland so einen Umbruch haben? Das ist der Fehler der etablierten Eliten in der Politik und in den Medien, die die Themen tabuisieren, die die Leute wirklich bewegen. Und jetzt muss ich es nochmal sagen, hört auf, immer auf den Wählern und auf den Leuten herumzuhacken. Nehmt das ernst, bringt bessere Lösungen als Trump und Petri und Gauss. Dann macht ihr die Populisten überflüssig. Dann möchte ich an ihn eine Frage stellen. Also muss ich auf eine Frage stellen, ist Herr Röttgen dran. Ist es das Thema, Sie von der SVP, Sie rühmen sich ja jetzt gerade zu wissen, was das Volk denkt. Wir rühmen uns gar nicht. Ja, ist es in Ordnung und ist es nicht schürend von Ängsten, wenn Sie einen Wahlkampf machen, wenn Sie Ausschaffungsinitiativen beantragen und Durchsetzungsinitiativen für die Ausschaffungsinitiative? Können wir die Schweiz gerade mal ausklammern? Die Schweiz ist total interessant, aber im Gegenteil. Ich erkläre Ihnen das einmal, Herr Somuncu. Halten Sie den Blutdruck niedrig, wir reden gleich über die Schweiz. Wir sind noch in Amerika und sind da noch längst nicht mit der Analyse fertig. Ich finde, ich habe das glatte Gegenteil von dem eben gesagt und gemacht, was Sie mir vorgeworfen haben. Ich habe gesagt, ich vertraue als Politiker darauf, dass die Menschen differenzieren können, dass sie den Rattenfängern nicht folgen. Sie haben damit geantwortet in einer Methodik, die Populisten immer anwenden. Nämlich Sie haben zu der Generaldiffamierung des Politikers. Das ist auch ein Feindbild. Sie sind die Stimme des vernünftigen, differenzierenden Volkes. Das verkörpern Sie. Darum sind Sie ein Populist. Und die Politiker, die sind alle hochnäsig, die sind arrogant, die trauen den Menschen nicht zu. Die verstehen Sie besonders gut. Das ist Ihr Bild, das Sie zeichnen von der Politik als hochnäsig abgehoben. Und dann kommen Sie und sagen, ich bin die Stimme des Volkes, ich kenne das Volk und darum müsst ihr mich wählen, damit ich endlich mal Politiker werde. Aber ich bin natürlich keiner, ich bin das Volk. Ich habe hier von Ihrem Statement geredet. Genau. Aber es gibt viele Politiker, die so abgehoben. Sie haben mich persönlich angesprochen, wenn Sie sich das recht haben. Das haben wir geklärt. Können Sie bitte was machen, Herr Plasberg? Ich mache ja jetzt bitte, was. Und wir zeigen Ihnen gleich noch mal den großen Aufstieg der SVP und damit auch Ihren Aufstieg. Sie sind ja jetzt Politiker. Das finde ich in der Tat noch mal bemerkenswert. Milizpolitiker in der Schweiz. Sie sind ein 30% Politiker. Das ist ein Ehrenamt dort. Aber Sie sind Politiker. Ja. Und für mich ist Politiker immer noch ein Ehrentitel, weil die machen für uns die Arbeit, die wir vielleicht nicht machen wollen. Deswegen voll zum Respekt, dass Sie jetzt Politiker sind, aber Herr Zamperoni ist. Genau. Ich glaube, aber man muss auch Politiker kritisieren dürfen. Ja, absolut. Und ich glaube, Sie haben vollkommen recht, dass ein Teil des Grundes, warum Trump so erfolgreich ist, ist eben, dass die etablierten Parteien, die Demokraten, die Republikaner, keine Antworten bieten. Gleichwohl schürt Trump Ängste und bedient das, weil er weiß, das nützt ihm. Wenn er sagen würde, wenn es nützen würde, dass der Mond blau ist, dann würde er auch das sagen. Also das ist ein bisschen so der Punkt, dass er da sehr, sehr geschickt in diesem Fahrwasser fährt. Und gleichwohl bietet er keine richtigen Alternativen an. Weil wenn wir darüber reden würden, was denn besser wäre als das, was die Republikaner bis jetzt gemacht haben, da kommt nicht viel. Da hat der Röttgen schon recht. Das ist eben das große Problem. Und das größere Problem für die Amerikaner in diesem Falle, finde ich, dass was das bedeutet, dass er nämlich einen gewissen Ton salonfähig macht, dass man sagt, das ist okay, jetzt zu pöbeln und zu schreien. Aber wenn man sich das nochmal anhört, wenn Sie diesen Ton, dem muss man sich wirklich nochmal gönnen, wenn er zum Beispiel über Muslime spricht und Frau Merkel, das kriegt ja alles unter. Haben Sie von den Angriffen an Silvester gehört? Ein Desaster. Die Deutschen werden sich dagegen auflehnen, werden versuchen, sie zu stürzen. Ich weiß nicht, was zum Teufel Angela Merkel sich denkt. Millionen von Menschen strömen nach Deutschland und werden nicht gestoppt. Für Donald Trump ist unkontrollierte Zuwanderung ein Problem. Die USA will er am liebsten möglichst komplett abschotten. Da geht es dann auch mal ganz konkret gegen eine einzelne Religionsgruppe. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Donald J. Trump fordert ein sofortiges und absolutes Einreiseverbot für Muslime in die Vereinigten Staaten, bis die Vertreter unseres Landes herausfinden können, was zum Teufel vor sich geht. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Das sind Menschen, die nur an den Dschihad glauben. Die wollen unser System nicht. Sie wollen unser System nicht. Sie haben keine Vernunft und keinen Respekt vor Menschenleben. Sie haben keinen Respekt vor Menschenleben. They have no respect for human life.
Zamperoni, gemessen an der Gesamtbevölkerung machen die Muslime 1% aus in Amerika. Ist das also ein cleverer Schachzug, wenn er da richtig draufhaut? Maximaler Erfolg, er muss aber nicht damit rechnen, dass ihm Wähler verloren gehen. Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, ein Feindbild, ein äußeres Feindbild zu erschaffen, das quasi nach innen vereinigt. Das ist eine Methode, die er anbietet. Ich glaube, das größere Problem ist das, was ich eben sagte, dass er einen Tonfall salonfähig macht. Also einer meiner Lieblingsaussagen ist, wenn hier einer sich nochmal beschwert und Tomaten werfen will, dann haut ihm in die Fresse und ich zahle euch die Anwaltkosten. Und das ist, glaube ich, eine Verrohung, die insgesamt in den USA sehr unamerikanisch eigentlich ist. Gerade, also ein Land, das gegründet wurde, weil religiös Verfolgte dorthin ausgewandert wurden, dass die plötzlich anfangen, sich auszugrenzen, ist eigentlich sehr unamerikanisch. Und auch da so Differenzen zu machen zwischen mexikanischen Amerikanern. Also so ist die amerikanische Geschichte auch nicht gewesen. Im Zweiten Weltkrieg die Japaner, die schon lange vorher isoliert wurden. Es gab immer Rassismus in den USA. Die sind das Land, die den Rassismus ganz lange bis hin zu getrennten Toiletten für Schwarze, bis in die Gegenwart hineingezogen haben. Den Klugelklan. Wir wollen die Amerika jetzt ja wirklich nicht zum absoluten Wattebauschwerfparadies machen. Ich glaube eher, dass wenn wir jetzt uns hier alle einig sind, Trump ist der allergrößte Bösewicht und der führt die Leute an der Nase herum. Da haben wir immer noch nicht kapiert. In Ihrem Beitrag war es ja gerade, Herr Plassberg, Trump, was für ein Skandal er ist gegen unkontrollierte Einwanderung. Ja, das scheint die Leute offenbar zu beunruhigen, unkontrollierte Einwanderung, auch hier in Europa. Alle anderen Populisten in Europa sind auch gegen unkontrollierte Einwanderung. Ja, aber es gibt das sollte man doch vielleicht auch mal ernst nehmen. Das sind ja nicht nur Leute, die jetzt plötzlich den Nazi in sich entdecken, das sind Leute, die wenig verdienen. Die sagen auf einmal, meine Wohnung. Im Großraum München können sich Leute mit niedrigen Gehältern schon gar keine Wohnung mehr leisten. Jetzt kommen noch 1 Million und vielleicht auch 2 oder 3 dazu. Dann geht es nicht nur um irgendwelche rassistischen Vorurteile, da geht es um Verteilungskämpfe. Wer kriegt die Wohnung? Wer kriegt die Kita-Stellen? Wie können sich die Flüchtlinge eine Wohnung im Großraum München leisten? Ich rede jetzt davon, was die Leute glauben, dass sie die Zeche dafür bezahlen. Okay. Sie zahlen sie auch nicht. Aber ich glaube, es gibt ja keiner weniger Leistung, weil wir jetzt mehr Flüchtlinge haben. Irgendwann schon. Irgendwann sind die Wohnungen voll, sagen sich die Leute. Und dann kommen aber ich weiß nicht, was Sie eigentlich mit Ihrem Argument bezwecken. Flüchtlingsdebatte ist immer interessant, aber heute Abend ich will, nicht der Kern. Ich will damit bezwecken, wir haben gerade die Aussagen ja gehört. Das ist ja, es ist ein Ton, da haben Sie völlig ein vulgärer, brutaler Ton. Aber es sind auch genau solche Aussagen. Ja. Der Muslim ist ein Dschihadist. Er hat keinen Respekt vor menschlichem Leben. Wie gehe ich eigentlich mit einem solchen um? Und das, diesen Ton, diesen menschenverachtenden, rassistischen Inhalt und Ton, den verknüpfen Sie jetzt mit den Alltagsproblemen, die Menschen haben. Genau, das ist so, aber Sie machen das Sie wollen es ganz sicher nicht. Aber wenn Sie das so machen, dann kommt man eben auch zu einer Legitimierung dieses Tons. Ich will erklären, warum so viele Millionen Leute das wählen. Aber schauen wir uns den Trump. Schauen wir uns diesen Trump einmal als Symptom an. Und ich war auch in letzter Zeit ein paar Mal in den USA. Gute Freunde von mir lehren an amerikanischen Universitäten. Was die mir gesagt haben in den letzten Jahren, ist, dass wir in den USA ein Klima der politischen Korrektheit haben, dass sehr viele Leute, und übrigens nicht nur sogenannte Modernisierungsverlierer, ich habe in Key West mit Leuten gesprochen, die früher Unternehmer waren, absolut ganz vernünftige Leute, die mir fast hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, sie wählen Trump. Und sie haben gesagt, wir halten das nicht mehr aus, diese politische Korrektheit. Wir können nicht ganz Mexiko an der Südgrenze reinhalten. Amerika zahlt die Rechnungen für die europäischen Rüstungsbetriebe. Amerika macht Kriege der ganzen Welt. Wir wollen, dass ein Präsident sich wieder mehr um unsere Sorgen kümmert. Und ich sage noch einmal, ich finde Trump unerträglich in gewissen Aussagen. Und ich weiß auch nicht, was aus ihm wird und was er macht. Ich habe einfach Vertrauen in die Amerikaner. Aber die Antwort dass auf Sie Trump... Nicht wählen, oder aber die, Moment, ja, Moment, nein, dass das, Sie, wenn Sie ihn wählen... Ich verstehe Sie nicht, Herr Köppel. Wenn Sie ihn wählen, dann ist Trump nicht so schlimm, wie wir es hier behaupten. Sagen Sie, wenn Sie aber, nicht wer wählen, sagt Ihnen das? Wissen Sie, was der für eine Macht hat? Darf ich meinen Punkt fertig machen, Herr Plassberg? Sind Sie in der Lage, einen kleinen O-Ton von Trump verbunden mit dem, was der Mann machen kann, aufzunehmen und dann Ihre Antwort weiterzumachen? Sie Dieses Beispiel ist eben genannt worden. Schauen Sie sich doch bitte an, eine Charakterstudie, wenn man das aufgrund seiner öffentlichen Auftritte machen kann. Und die Macht, die dieser Mann hat. Es ist ja kein Typ, der einen Operettenstaat leitet. Dann könnte man sich ja angucken, ja gut, ist ein Großmaul. Mal schauen, was er denn macht. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, wenn er es wird. Und schauen Sie sich mal an, wie er spricht und welche Macht er hat.
Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue in New York stehen und jemanden erschießen und ich würde trotzdem keinen Wähler verlieren. Donald Trump ist sicher. Seine Wähler tolerieren Gewalt, ja. Er fordert sie sogar dazu auf, sie auszuüben, wenn es ihm passt. Da ist vielleicht jemand mit Tomaten im Publikum. Wenn Sie jemanden sehen, der eine Tomate werfen möchte, dann prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib. Okay, just knock the hell. I promise you, I will pay for the legal fees. I promise. Ich verspreche es Ihnen. Ich werde die Anwaltskosten übernehmen. So spricht der Kandidat Donald Trump. Und der Präsident Donald Trump hätte diese Macht. Die uneingeschränkte Befehlsgewalt über Atomwaffen. Jederzeit läuft ein Adjutant dem Präsidenten mit einem Koffer hinterher, in dem sich unter anderem ein abhörsicheres Telefon befindet, mit dem er den Befehl zum atomaren Schlag geben kann. Im Fall der Fälle würde das im Einzelnen so ablaufen: Rückzug des Präsidenten und Adjutanten zum Öffnen des Atomkoffers. Eröffnung einer abhörsicheren Telefonkonferenz mit dem US-Verteidigungsminister und dem höchsten Militär. Identifizierung des Präsidenten durch den Verteidigungsminister. Identifizierung des Präsidenten mit Hilfe seines persönlichen Autorisierungscodes. Befehl des Präsidenten an den höchsten Militär. Ausführung des atomaren Schlags. Herr Köppel, wir wissen, dass Sie in der Schweiz ganz tolle, lange Tunnel haben, aber die helfen Ihnen dann auch nicht. Macht Ihnen das keine Angst, wenn Sie das sehen? Also diese Fernsehzusammenstellung, das könnte ja eigentlich Hillary Clinton Television sein. Das ist ihre Argumentation. Sie sagt, das ist ein Verrückter, den dürft ihr nicht wählen. Und mein Punkt ist was einfach... Was war falsch an dieser Darstellung? Darf ich jetzt mal einen Satz fertig sagen, da sagen hier Sie, in der Sendung? Sie behaupten immer etwas. Was ja, ist an dieser... Das hat Hillary Clinton gesagt. Jetzt haben Sie gerade böse geguckt zum ersten Mal in dieser Sendung. Sicher. Das freut mich. Wen will Trump denn bombardieren? Was war falsch an dieser Darstellung? Es ist der Mann, der so spricht, der hat diese Macht. Was ist daran falsch? Mein Punkt ist der... Dieser Film impliziert, dass hier ein Verrückter vielleicht bald auf den Knopf der Atombomben drückt. Das sagt auch Hillary Clinton. Und ich sage einfach, mit dieser Art von Polemik wird man keinen Trump-Wähler in den USA davon überzeugen, nicht Trump zu wählen. Sie müssen mit besseren Argumenten kommen, Herr Blasberg. Und auch Hillary Clinton muss mit viel besseren Argumenten kommen, einfach sagen, er ist verrückt, weil das heißt ja auch, alle, die ihn wählen würden oder die jetzt ihm applaudieren, sind verrückt. Und ich bin halt Demokrat und sage, wenn Leute so einem hinterherlaufen, der so etwas sagt, das ist alles aus dem Zusammenhang gerissen, ich weiß ja nicht, für was das da steht, dann muss ich mir doch die Frage stellen, was mache ich als Politiker falsch, wenn meine potenziellen Wähler einen Trump hinterhergehen? Da muss ich doch als Politiker eine bessere Leistung bringen und kann nicht einfach wie wir so eine Stammtischrunde also sagen, da was sogar, das für ein Verrückter ist. Aber jetzt gar nicht das ist rein Herr Röttgen, was war falsch an dieser Darstellung? Lässt Sie das gut schlafen? Nein, an der Darstellung ist gar nichts falsch. Sie impliziert auch gar nicht, dass er verrückt ist. Sondern die Darstellung sagt, dass man die Frage stellen muss, dass man von der Hemmungslosigkeit und Kontrolllosigkeit seiner Reden und seines Verhaltens auch auf seine Hemmungslosigkeit und Kontrolllosigkeit schließen naja, und kann, das ist ein wenn er im einfach. Amt ist. Man diese muss Frage muss man sich gefallen lassen. Wenn man solche Reden hält, ja, wie man mit der Macht, die man als amerikanischer Präsident hat, umgeht und dass die Frage im Raum steht nach einem solchen Verhalten, halte ich für absolut legitim. Ja, also ich halte das nicht für eine angemessene Umgangsweise, weil ich A, glaube, dass das eine Masche ist. Und zwar nicht nur von Trump, sondern von vielen anderen. Das hat Jörg Haider vor etlichen Jahren erfunden, möglichst drastische Aussagen zu machen, die er dann wieder halbwegs zurücknimmt. Das macht die AfD heute genauso. Frau Storch fällt mit dem Kopf auf die Tastatur. Und Trump macht daraus ein Paradebeispiel dafür, wie man aggressiven Wahlkampf führt. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Es ist natürlich dramatisiert. Ich glaube nicht, dass wenn Trump an die Macht kommt, wir befürchten müssen, dass er mit dem Atomkoffer durch die Welt läuft und irgendwann mal im Traumwahn auf den Knopf drückt. Da gibt es noch viele Kontrollmechanismen und Sie müssen die Sendung ja auch so machen, dass die Leute zugucken. Da hat er schon ein bisschen recht. Aber wenn wir mit diesen Leuten da reden, mit den Populisten, dann geht meine, es auch nicht um meine Anregung. Es hat mich interessiert. Ja, Sie waren ein bisschen angepisst, weil er gesagt hat, der Bericht war reißerisch und er war auch reißerisch. Wissen Sie, wenn ich dadurch angepisst wäre, hätte ich aber viel zu tun. Ja, ich habe doch Ihren Blick gesehen. Sie haben doch vollkommen böse geguckt. Haben wir beide aber böse die Frage geguckt. Ist doch, Nein, aber nicht, ist doch lassen Sie mich doch auch jetzt mal zu Ende reden. Also eine Sache, die ich glaube, die wir in den nächsten Monaten lernen müssen,
müssen, ist nicht mehr in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Entweder oder. Es gibt richtige Sachen, die gesagt werden, auch bei den Populisten. Es gibt Argumente, die plausibel sind. Da müssen, können wir gerne ins Detail gehen. Bitte. Da habe ich nicht die Zeit für, weil er schon wieder zittert. Aber auch in unserem. Den einen Satz würde ihn geben. Ja, ich bin seiner Meinung. Den einen Satz haben Sie. Ich habe alle Zeit der Welt. Kriegen Sie den einen Satz von mir. Ich habe das ganz am Anfang in meinem Statement gesagt. Ich glaube, es war ein Fehler Obamas, im Nahen Osten, den arabischen Frühling, so ja, zu... Und da gibt's... Warten Sie jetzt, lassen Sie mich doch zu Ende reden, verdammt noch mal. Sie wollen sich gerade aufregen, nein, 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 ich will mich jetzt auch aufregen. Nur einen langen Anlauf zu haben. Die Frage ist doch, die Frage, die zentrale Frage, ich mach's noch einfacher. Mhm. Ist man aktiv oder ist man passiv? Überträgt man die Lösung der Probleme den anderen und wartet darauf, dass es sich irgendwie klärt, in der Hoffnung, dass man eigene Menschen nicht verschleißt? Die Amerikaner haben viele Soldaten verloren in den Kriegen im Nahen Osten. Oder schreitet man aktiv ein? Und das ist die Sichtweise von Trump. Er wechselt wieder zur aktiven Seite, wie es auch George W. Bush gemacht hat. Ich stelle nur zur Diskussion, ob das besser ist oder schlechter für die Weltsituation, in der wir sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was Obama gemacht hat, die Situation verschlimmert hat. Schauen Sie nach Ägypten. Da bin ich jetzt aber mal ganz anderer Meinung. Ich würde fast sagen, bis wir Trump nicht erlebt haben, ist der Rekordhalter als schlechtester US-Präsident immer noch George W. Bush. Der hat doch im Nahen Osten diesen ganzen Krieg angefangen und das Ganze in den Herbeirufen. Der ist im Irak einmarschiert. Der hat gar nichts gemacht. Nein. Also man muss zu den US-Präsidenten und Frau Merkel hat es noch bedauert, dass sie nicht Kanzlerin ist in der Zeit und mit in den Irak einmarschieren kann. Das hat sie in der Washington Post so geschrieben. Jetzt tun sie so, oh Gott, der Mann ist furchtbar gefährlich. Welches Land will er denn mit Atomwaffen angreifen? Ich habe, was ich gelesen habe, er will mit Russland ein besseres Verhältnis haben. Da bin ich gar nicht dagegen. Ist doch nicht weiter schlimm. Ja, welches Land bedroht er denn konkret? Nein, sagen Sie, Herr Zamperoni, können Sie sitzen in der Mitte? Sie sind der Mann, der Geld dafür bekommt, in Washington die Politik sich anzuschauen und uns auch zu vermitteln. Wenn Sie sich mal anschauen, dass der Nordkoreaner Kim sagt, toller Mann. Putin ist auch ganz begeistert. Wenn man sich dieses Triumvirat anguckt, dann könnte das ja einerseits bedeuten, alle Konflikte dieser Welt lösen sich in Wohlgefallen auf, oder andererseits könnte es heißen, höchste Alarmstufe. Das ist das Schwierige, dass man ihn wirklich nicht festnageln kann auf irgendwas. Man hat keine Ahnung, wie ein Präsident Trump sein wird. Einerseits ist er sehr pragmatisch. Ich glaube, dass das Wichtigste für ihn ist Trump. Und was ihm nützt, wenn es dann dem Volk nützt oder dem Land nützt, dann wird er das eben auch machen. Ich glaube, das Problem bei Trump ist, dass die... Das haben wir bei Obama ja auch gesehen, auch bei Bush, der ist nicht angetreten, um im Irak einzumarschieren. Ich glaube, dass die Weltlage natürlich einen Präsidenten auch zu gewissen Schritten zwingt. Aber es war völlig falsch. Ja, unbestritten, unbestritten. Aber ich glaube, dass es da auch eine gewisse Checks and Balances-Systeme gibt in den USA, die einen Präsidenten mit aller Macht, die er hat, auch im Zaum halten können. Also das ist nicht so, dass er da dann ständig herumfuchtelnd mit dem Finger am roten Knopf ist. Aber manchmal denke ich, er denkt nicht vom Baum bis zur Borke. Also das ist wirklich erschreckend. Und dann denke ich wiederum, naja, vielleicht ist es halt, er weiß, dass es so zieht. Also man es ist natürlich auch eine Frage, inwieweit genau dieses Try and Error, um größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen, dass das eine Methode ist, die erfolgreiche Populisten, vielleicht sind Sie gleich schon wieder dran, Herr Köppel. Darf ich hier noch eine Interpretation hinzufügen? Im Moment gerade nicht, sondern Sie sind gleich dran. Wäre nämlich sehr interessant gewesen. Das glaube ich. Das würde ich auch immer von mir behaupten, was ich jetzt zeigen möchte. Dass nämlich es eine Art und Weise ist, wie Populisten sich auf der Welt orientieren. Und da ist Trump einfach ein Meister drin. Roger Köppel war bisher Publizist, ist er immer noch. Und wenn er Gast in dieser Sendung war, haben wir ihn immer als Publizisten vorgestellt. Jetzt ist er eben auch Politiker für die stärkste Partei der Schweiz, die Schweizer Volkspartei. Und 30% hat sie geholt. Und wir reden ja heute über einen großen Bogen am Populisten von Trump bis zur Schweiz. Sie sind jetzt gespannt, was jetzt kommt. Es kommt einfach nur eine Geschichtsbeschreibung. Eine wirkliche Erfolgsstrecke hat die SVP hinter sich gelegt. Welch ein erfolgreicher Weg? Mit welchen Mitteln? 2010. Ein weißes Schaf kickt ein schwarzes aus dem Land. Sicherheit schaffen. Ausschaffungsinitiative ja. Schwarze Schafe, also kriminelle Ausländer, sollten schneller raus aus dem Land. Die SVP gewann die Abstimmung. 2009. Stopp. Ja zum Minarettverbot. Druckte die SVP auf ihr Plakat und zeigte 7 Minarette. Dabei gab es in der Schweiz gerade einmal 4 davon. Aber der Populismus funktionierte. Die Schweizer folgten der SVP. 2014. Masseneinwanderung stoppen.
Die Einwanderer werden auf dem SVP-Plakat schwarz und bedrohlich dargestellt. Die Partei wollte Kontingente für die Zuwanderung von Ausländern und gewann die nächste Volksabstimmung. Erfolg durch Populismus. Die SVP zeigt, wie es geht, ist seit Jahren die stärkste Partei in der Schweiz. Davon profitierte auch unser Gast Roger Köppel. Er sitzt seit dem letzten Oktober für die Partei im Schweizer Nationalrat. Auch Köppel selbst spitzt gerne zu und macht zum Beispiel für die Gewalttaten rechter Brandstifter bei uns die deutsche Bundesregierung indirekt mitverantwortlich. Dass in Deutschland die Asylheime brennen, hat mit der Weigerung der Regierung und der Medien zu tun, die berechtigten Sorgen der Leute aufzunehmen. Herr Köppel, Sie haben das ja sehr fein formuliert. Es hat damit zu tun, haben Sie geschrieben. Sie haben nicht geschrieben, es gibt eine Mitschuld der Medien und der Regierung. Aber jeder denkt das natürlich beim Lesen, wenn man einfach so drüber liest. Darf man das ins Lehrbuch für wirklich clevere, gute, erfolgreiche Populisten aufnehmen? Also ich bin kein Populist. Ich schon. Ein Populist ist eine Person, die immer das sagt, was das jeweilige Publikum hören will. Und ich sage einfach, warten Sie mal, und ich sage einfach, was ich richtig finde. Und hier, wenn Sie diesen Satz nehmen, da kann ich hinzufügen, natürlich sind die Regierungen schuld, wenn Asylheime brennen. Wenn eine Regierung jeden Kritiker einer völlig unkontrollierten Zuwanderung. Das ist ja gleich krude, das kann man nicht stehen lassen. Wenn Sie ihn anhören, kann man nicht mal. Ja, aber das ist so, es tut weh, wirklich. Das tut echt weh. Es gehört überhaupt dazu in einer Demokratie, dass man auch die Wirklichkeit reden darf, wenn es denn Sinn ist. Wir müssen es zulassen, dass man die Wirklichkeit anspricht. Nein, Sie sagen, Regierungen sind schuld dafür, dass Asylantenheime brennen. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist totaler Quatsch. Hier sitzt einer, der für die Regierung mitverantwortlich ist, und der wird dazu gleich was sagen, nämlich an. Sehr gerne. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das gerade in Deutschland muss man das unterstreichen. Wenn Kritiker einer Asylpolitik, wenn Kritiker einer maßlosen Zuwanderung automatisch diffamiert werden, in die Nazi-Ecke, in die rechtsextreme Ecke gestellt werden, wenn das tabuisiert wird, ausgegrenzt wird, dann kann ich Ihnen sagen, das schürt den Extremismus. Das produziert diese Wut, von der die von Ihnen als Populist bezeichneten Politiker das ansprechen. Das ist, ich sage, und die Regierung. Das ist eine These. Sie sagen, nein, das ist also, eine Beobachtung. Sie sagen, dass es eine Mitschuld in sich birgt, wenn Asylbewerberheime brennen. Entschuldigung, wenn Sie die Missstände totschweigen, machen Sie sich mitschuldig, wenn die Leute das nicht mehr ertragen. Das heißt, zugespitzt, Herr Röttgen, dass Sie mitverantwortlich sind dafür, wenn bei uns, und eine Zeit lang war das in jeder Nacht, so Asylbewerberheime brennen. Ja, das ist gar nicht der entscheidende Punkt, ob ich jetzt für irgendwas mitverantwortlich bin. Und ich finde auch, dass Sie jetzt, man kann ja alles auch immer sportlich sehen, aber das ist eben der entscheidende Schritt zu weit. Das, was Sie gerade gesagt haben, ausgedrückt haben, ist die Legitimierung von Gewalt gegen Menschen. Sie haben gesagt, Sie haben gesagt, diejenigen, die das Asylbewerberheim in Brand stecken, damit den Tod von Menschen riskieren oder ihn auch wollen, das geht darauf zurück, dass die Regierung schlecht arbeitet. Das ist eine Legitimierung von übelster und gefährlichster Gewalt, die Sie gerade formulieren. Das ist absolut inakzeptabel. Das machen Sie mit einem Lächeln. Und das ist genau die Brandstiftung, die Sie betreiben. Jeder kann sich auf den Satz berufen. Ich bin nicht der Böse. Ich bin nur unter den ganzen Problemen. Ich bin frustriert, ich verdiene zu wenig. Und darum darf ich jetzt das in Brand setzen, dieses Asylbewerberheim. Weil schuld bin nicht ich, sondern die Regierung. Nein, das ist das die Problem. Vorlage, eine Politik, die Feindbilder braucht, um Vorurteile zu schüren, ist eine schlechte Politik. Und das machen Sie. Sie schüren Vorurteile gegen Feindbilder. Geben Sie konstruktive Vorschläge dafür, wie wir es anders machen sollen. Herr Köppel. Und das sind die bei Trump empfehlen. Es ist halt wenig konstruktiv, was man stattdessen machen könnte. Kurz innehalten. Sie sollten mal kurz innehalten, ob Sie sich da nicht korrigieren. Nein, ich werde mich nicht korrigieren. Aber weil Sie sollten gibt's mal ja gar nicht zu korrigieren. Herr, weil ich, Herr, und Herr das Köppel, muss man das ist doch ein Angebot. Darf ich jetzt mal schnell? Ich weiß, dass Sie unheimlich schnell im Kopf sind. Nein. Aber wissen Sie was? 20 Sekunden. Sie kann ich jetzt darf ich jetzt antworten? Sie brauchen keine Bedenken. Nein, das ist dann sicher ein persönlicher Angriff. Er sagt, ich legitimiere Gewalt. Das stimmt nicht. Doch. Ich kritisiere. Jetzt rudern Sie zurück. Die Tabuisierung. Ich kritisiere, dass Regierungen tabuisieren, Probleme, Missstände im Bereich der Migration, das haben Sie nicht gesagt. Dass sie eine Asylpolitik machen, die sehr vielen Leuten in Deutschland Angst macht. Und ich sage, die Ausgrenzung dieser berechtigten Kritiker, Leute, die das ansprechen wollen, werden hier
sehr stark, oft in den Medien von der Regierung. Aber das ist jetzt echt lange, wie viele reden, oder? Entschuldigung, ja. werden ausgegrenzt, werden diffamiert. Und damit produzieren sie den Extremismus. Das ist meine Kritik. Ja. Regierungen sind mitverantwortlich dafür, dass Asylantenheime brennen. Ja. Das haben Sie wortwörtlich durch eine falsche Politik. Und das ist das, was Sie gesagt haben. Jetzt kommt der zweite. Insofern sind Sie wirklich ein Fallbeispiel und ganz gut, dass wir hier mal so zusammensitzen, wie agiert wird. Jetzt kommt die erste Welle. Ist, die Fackel zu werfen. Richtig. Und diejenigen zu legitimieren, die Gewalt anwenden. Dann kommt die zweite Welle, die sagt, nein, so habe ich das ja gar nicht. Ich habe es objektiv zwar gesagt, aber so war das doch gar nicht gemeint, so war das doch gar nicht zu verstehen. Ich wollte doch nur die Regierung kritisieren, ich will denen nur ein bisschen Dampf machen, damit die endlich mal aufhören, Probleme zu tabuisieren. Sie werfen zuerst die Fackel in die Bevölkerung und dann sagen sie hinterher, so habe ich es doch gar nicht gemeint. Sie richten den Schaden an und sagen, ich habe es aber nicht gesagt. Auch nicht. Herr Röttgen. Das ist Ihre Methode. Röttgen. Nein, halt auf. Ihre Methode ist, Sie führen genau das vor, was ich vorhin gesagt habe. Ein Kritiker Ihrer Politik, Ihrer falschen Asylpolitik, wird automatisch zum Legitimieren von Gewalt. Sie diffamieren mich persönlich. Sagen Sie mir doch, finden Sie es richtig? Diese Asylpolitik, die Deutschland im letzten Jahr gemacht hat. Finden Sie es richtig, dass eine unkontrollierte Zuwanderung stattfindet? Finden Sie es richtig, dass Kritiker in Deutschland, ich habe hohen Respekt vor Deutschland, Deutschland ist ein Rechtsstaat, die Leute sind vernünftig, die lassen sich nicht aufhetzen. In Deutschland haben sie solide demokratische Traditionen, aber viele Leute machen sich Sorgen. Ja. Und wenn sie Fernsehen schauen, müssen sie sich beleidigen lassen und sagen, ja, wer diese Asylpolitik kritisiert, ist ein Rechtsextremer. Nein. Und ich sage Ihnen, mit solchen Diffamierungen der Leute und ihrer Sorgen, was produzieren Sie Populisten und schüren Sie den Extremismus. Ist es denn nicht viel diffamierter? Jeder von Ihnen hat schon was entgegnet. Ich würde jetzt eine Stimme, die... Da weiche ich keine Millimeter zurück. Also das ist mein Argument. Auf diese Weise jedenfalls nicht von der amerikanischen Präsidentschaftskandidatur abgehalten. Das ist doch jetzt Diskurskontrolle. Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Schümer, aber diese Sendung hat weder den Anspruch, noch hat sie die Hoffnung, Herrn Trump zu verhindern, bei aller Liebe. Aber ich glaube, das ist wieder der Stand im Thema. Und jetzt sind wir bei Deutschlands brennenden Asylanten. Nein, das Thema ist die Methode Trump, erobern Krawallmacher und Populisten die Macht. Wir haben gesehen, ob in Frankreich oder in anderen Ländern. Übrigens haben Sie eben ein Statement gemacht. Sie haben gesagt, in Frankreich, das sei eine ganz schwierige Partei. Sagen Sie doch mal, was Le Pen unterscheidet von anderen populistischen Parteien in Europa. Oh, jetzt nicht schon wieder. Oh. Ja, was ist da? Der ist Mundschuh, hat da irgendeine Problem. Sagen Sie es mal, Sie können das in einem Satz hin, damit der mit so einem Mundschuh nicht wieder Wind bekommt. Ich spreche also nicht so lange wie Herr Semunschuk. Also jetzt hört doch auf mit diesen Albernheiten. Nein, aber der Punkt, was meinten Sie eigentlich damit? Eine SVP ist eine klassische schweizerische liberal-konservative Partei, die EU-kritisch ist. Die, sagen Sie, da müssen Sie nicht lachen. Sie müssen mal in die Schweiz kommen und sich die Situation genau anschauen. Wir kommen ja nicht rein. Das stimmt doch nicht. Nein, Entschuldigung. Die Schweiz hat einen deutlich höheren Ausländeranteil als das Deutschland. Wir sind weltoffen, ihr seid alle willkommen, aber deswegen müssen wir ja nicht gleich alle heiraten. Und Herr Köppel, ich kann Sie da nur unterstützen, wenn Herr Somunschu behauptet, er komme nicht in die Schweiz rein. Dann Sie wollten wissen, was ist der Unterschied? Darf ich das jetzt noch beantworten? Gerne. Also der Unterschied ist, jede dieser sogenannten populistischen Protestparteien repräsentieren irgendwo die Tradition ihres Landes. Und die französische Front National, und da bin ich eben sehr kritisch, weil Frankreich eine sehr zentralistische Tradition hat, eine auch zum Teil stärker als von Le Pen geprägte fremdenfeindliche Tradition, das ist was anderes als andere Parteien. Und die SVP ist eine Partei, die mit unserem Bundesstaatsgründen verwurzelt ist, eine Abspaltung der Freisinnigen, das ist eine Rechtsstaat. Das ist eine hochintelligente, gute Partei. Und jetzt wollen wir mal gucken, auch wie tolerant diese Partei ist. Herr Somunschu hat eben behauptet, man kommt ja nicht rein in die Schweiz. Gelogen. Er war in der Schweiz und hat den Schweizern sogar was erzählt. Das hier. Es ist super nett, dass ich hier sein darf. Wirklich. Ich bin nämlich auf der Flucht. Also auf der Flucht vor den Deutschen. Weil die Deutschen, die sind mittlerweile nicht mehr so, wie sie mal waren. Also sie mögen uns Türken immer noch nicht. Wir sind für die Deutschen so eine Art Ersatzjuden. Das, was die bei den Juden nicht dürfen, weil sie Angst haben, dass sie dann direkt zur Kasse gebeten werden, das lassen sie an uns Türken aus. Ja? Und das, was sie gerne mal wieder sein würden, das gucken sie sich von den Schweizern ab. Ja?
Also so gepflegt ausländerfeindlich. Die Schweizer... tun sie nicht so liberal. Ja? Einige gucken so, wir? Nein, wir doch nicht. Auch wenn ihre Sprache ein Code ist, ja? Wir verstehen schon die elementaren Dinge, die sie meinen. Ja? Ausschaffungsinitiative. Ausländer raus wäre einfacher. Aber das klingt so nett. Ausschaffungsinitiative. Bitte, möchten Sie nicht wieder weg? Ja? Ist doch auch nicht schön hier. Bei Ihnen zu Hause ist doch schöner. Herr Simuncu, die Schweizer gepflegt ausländerfeindlich. Ein Ausdruck, bei dem Sie auch an Ihren Nachbarn gedacht haben, als Sie es geschrieben haben? Also die SVP ist eine gute Partei. Ich kann das nicht nachvollziehen, was Sie meinen. Eine Partei, die Wahlkampf macht mit Plakaten, auf denen drei weiße Schafe einem schwarzen Schaf in den Arsch treten. Eine Partei, die Wahlplakate hat, auf denen schwarze Hände in eine Kiste greifen mit einem Schweizer Kreuz drauf, ist keine gute Partei. Und das, was die SVP in der Schweiz macht, ist, sie spaltet die Bevölkerung. Und das muss man noch mal dazu sagen. Sie sind zwar kein Populist, aber für mich reden sie wie ein Populist. Sie vertreten nicht die Gänze des Volkes. Sie vertreten ein Drittel des Schweizer Volkes. Und sie sind Gott sei Dank mit ihrer letzten Abstimmung, dem Versuch, die Ausschaffungsinitiative, die schon ein Hohn war, mit einer Durchsetzungsinitiative zu manifestieren, ordentlich auf die Schnauze gefallen. Weil die Schweizer, und ich bin dankbar dafür, mit einer Mehrheit dagegen gestimmt haben. Was das im Einzelnen bedeutet. Die Ausschaffungsinitiative führt dazu, dass kriminelle Ausländer ohne große Gerichtsprozesse aus dem Land geschafft werden. Das widerspricht allen Konventionen der Menschenrechte von Genf bis Timbuktu. Die Durchsetzungsinitiative wiederum sollte es noch verschärfen, weil sie keine Geduld hatten, ordentliche Gerichtsprozesse auszuhalten. Im Klartext, wenn ein Schweizer mit einer Deutschen verheiratet ist und die Deutsche besoffen Auto fährt, dann wird die Deutsche aus dem Land gewiesen, und zwar ohne Gerichtsprozess. Sind das die Standards einer modernen Republik? Das kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen ist die SVP ein Fallbeispiel dafür. Darf ich das jetzt auch zu Ende sagen? Dass es eben nicht eine gute Tradition ist, die Sie dort vertreten, sondern es ist eine sehr üble Tradition, die Sie dort heraufbeschwören. Und die kennen wir in Deutschland sehr gut. Ertragen Sie das mal, das mag nicht alles richtig sein, ertragen Sie es mal, dass es bei Herrn Simuncu gerade sehr innerlich geworden ist. Aber doch ist es alles richtig. Erstens ist es undankbar, gegenüber den Deutschen die Türken als Ersatzjuden zu bezeichnen. Die Deutschen sind Die Deutschen sind eines der tolerantesten Länder. Hier gibt es weit über 1 Million Türken, denen man Jobs gibt, die hier. Also das spricht doch jetzt auch Bände über Ihr Kunstverständnis. Sie bekommen Kunstpreis. Ja, Sie sitzen hier in der Talkshow und sprechen als Politiker. Ich bin da als Künstler auf der Bühne und mache Kabarett. Ich finde das einfach, auch Humor sollte einen gewissen Bezug zur Realität haben. Und Ersatzjuden stimmt einfach nicht. Und was Sie über die ganze Geschichte mit der Ausschaffungsinitiative gesagt haben, ist völlig falsch. Das ist eine Initiative, die nach einem Volksentscheid angenommen wurde. Es ist absolut falsch, dass man irgendwelche Ausländer, Kriminellen ohne Gerichtsverfahren hätten ausweisen wollen. Es ist eine Initiative, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ich verspreche Ihnen, dass morgen als Faktencheck die Details der Ausschaffungsinitiative noch mal darstellen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Das, was wir gezeigt haben und das, was jetzt Herr Simuncu Ihnen an den Kopf geworfen hat, wie sehr nützt Ihnen das bei Ihren Anhängern? Das ist doch gar nicht die Frage. Doch, es ist die Frage, wie falsch. Die Schweiz ist ein Rechtsstaat. Nein. Die SVP setzt sich dafür ein, dass schwerkriminelle Ausländer in der Schweiz das Land verlassen müssen. Das ist eine völlig vernünftige Forderung, hundertprozentige Rechtsstaatlichkeit. Das hat doch nichts mit Populismus zu tun. Das ist ein Problem. Wir haben einen sehr hohen Ausländerkriminalitätsanteil. Und Herr Simuncu ist vielleicht ein, zwei Mal pro Jahr in der Schweiz. Er kennt doch die Situation gar nicht. Ich kann Ihnen das gerne mal erklären. Jetzt muss ich die Situation Am Tag der Abstimmung. Diese Menschen beginnen sich jetzt zu langweilen.
halt das ist der letzte Satz, den ich sage. Das ist der letzte Satz, den ich sage. Ich lade Sie ein. Sie bitte, das muss ich jetzt widerlegen. Ich erkläre Ihnen das. Abstimmung zur Durchsetzung. Ich habe eine Möglichkeit. Zuschauer können mir immer helfen. Ja, aber das können wir so nicht stehen lassen. Herr Plassberg, am Tag der Abstimmung zur Durchsetzungsinitiative hat die SVP einen Zettel in die Briefkästen der Schweizer geworfen. Ich habe eine SVP-Obsession. Ich erkläre Ihnen das. Schauen Sie sich diesen Zettel an. Wenn wir im Faktencheck morgen darstellen, jetzt ein Schritt weiter. Denn das, was er sagt, stimmt nicht. Er muss die Frage. Er hat eine Obsession. Aber es ist wirklich falsch. Ja, habe ich verstanden. Hat Ihnen das jetzt eher in der Schweiz genützt oder geschadet, was hier passiert? Ja, also wenn jemand... Hat es ja oder nein? Ein Kabarettist, der solchen nein? Unsinn erzählt am deutschen Fernsehen, nützt der Schweiz. Weil denke, das ist das Problem, glaube ich. Nein, das ist Ihr Problem. Weil... Wir kommen gleich darauf zurück über diese Methoden. So, jetzt haben Sie Interesse an unseren Zuschauern, die nämlich hier mit Interesse gucken, hoffe ich, und auch bezahlt haben dafür. Mit naja, Gebühren, bitte. Auf jeden Fall. Und für diese Gebühren geben Sie uns noch Ihre Meinung dazu. Das finde ich ganz wunderbar. Und man kann es sich fast vorstellen, auch an Trump scheiden sich die Geister unserer Zuschauer. Ich habe jetzt zwei Stimmen von sehr vielen ausgesucht. Und ich fange an mit Gabriele Reimus. Sie schreibt kannst du gerade mal alleine machen? Ich muss nämlich gerade mal gucken, wie es weitergeht. Ja? Alles Sekunden. Klar. Also ich erzähle was über Gabriele Reimus. Sie schreibt, wenn ich mir das ganze Spektakel ansehe, wird mir schon mulmig. Die Vorstellung, dass dieser Mensch Präsident der USA wird, bringt mich um den Schlaf. Anderer Meinung, vielleicht etwas entspannter, etwas gelassener als Julia Lifeson. Sie hat getwittert und sagt, macht mal sachte. Erstmal im Amt angekommen, werden alle Präsidenten zahm. Wie hat Obama einst getönt? US-Wahlkampf ist Show. Ja, die Methode Populismus beschäftigt unsere Zuschauer auch abgesehen von Herrn Trump und versuchen das zu erklären. Hubert Laufer zum Beispiel schreibt bei uns im Gästebuch, die etablierten Parteien scheinen nicht mehr dem Volk aufs Maul schauen zu können. Wäre dem nicht so, würden sie Impulse erläutern, um die eigenen und die Ängste der Wähler und Wählerinnen abzubauen. Viele unzufriedene Menschen hierzulande möchten nur den etablierten Parteien einen Denkzettel verpassen. Und Andrea Schafferhans schreibt bei Facebook, Trump und Co. bedienen den Zeitgeist. Die Mehrheit will lieber schnelle, leicht verständliche Aussagen in SMS-Länge als gute, begründete Argumente, bei denen man mitdenken muss. Dann vielleicht noch mal so ein bisschen ein medialer Blick von Deutschland aus auf Amerika und was dort passiert. Gunnar Witzmann schreibt bei Facebook, ich frage mich immer wieder, weshalb sich deutsche Medien wie ein Block gegen Trump positionieren. Lasst die Amerikaner wählen. Herr Schümer, das hätte von Ihnen sein können, oder? Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass in Deutschland diese Diskurskontrolle immer so stark ist. Wir müssen was uns ist Diskurskontrolle? Die läuft darauf hinaus, wir müssen irgendwo diskursiv den Rechtspopulismus unter Kontrolle bekommen. Komischerweise regiert er aber in fast allen Nachbarländern schon. Deutschland erscheint mir mit meinem bescheidenen Blick von außen sehr provinziell. Wir müssen immer irgendwie versuchen, dieses Phänomen unter Kontrolle zu bekommen. Aber es wird immer weniger kontrolliert. Die Leute werden immer stärker. Das heißt, es muss andere, wie Herr Köppel gesagt hat, reale Probleme geben, die dem zugrunde liegen, die nicht mit unseren Debatten der politischen Korrektheit oder den Kleidern in Afghanistan oder in Pakistan zu tun haben. Es muss um Dinge gehen, die die Leute ökonomisch in ihrer sozialen Position bewegen. Und wenn wir die annehmen, könnte man vielleicht auch in Deutschland vernünftiger über das Ganze reden. Also die Methode Trump oder auch Methode Populismus, warum nicht, fragen sich auch für Deutschland unsere Zuschauer. Und zum Beispiel fragt Peter Mikulski, es muss in der Politik wieder anfangen zu brausen. Seehofer macht es vor. Er hat nicht immer recht, dennoch zieht er Menschen auf seine Seite, auch wenn sie seine Meinung nicht teilen. Und ähnlicher Meinung ist am Telefon unser Zuschauer Herr van Dansen aus Förde und sagt, Herr Trump macht doch im Grunde nichts anderes als zum Beispiel wieder ein Herr Seehofer groß tönen und dann passiert nichts. Und warum eigentlich fordern alle, dass die AfD-Wähler mal deren Parteiprogramm lesen sollen? Ich bin seit Jahrzehnten SPD-Wähler und habe noch nie ein Parteiprogramm meiner Stammpartei gelesen. In Deutschland sind doch die meisten einfach Gewohnheitswähler. Dankeschön für diesen Überblick, Brigitte Büscher, und für die Ruhepause, die du uns allen verschafft hast. Dankeschön. Sehr gerne. Wir haben das eben in der Diskussion gehört, ob Trump oder andere Politiker, die sich gerade eines großen Zuspruchs erfreuen, um mal den Begriff Populisten zu variieren, die haben ein Standardrepertoire. Dazu gehört die Beschimpfung des politischen Systems. Man spricht von Altparteien, ein Begriff, der früher auch schon mal gebraucht und missbraucht worden ist. Man greift an aus der Underdog-Position. Dieser Angriff wäre allerdings auch nicht möglich, wenn die bestehende Politik nicht Angriffsflächen bieten würde. Eines der zentralen Probleme heutzutage ist, dass die Politik so eine Schande ist. Donald Trump legt sich regelmäßig mit dem politischen Establishment in den USA an. Unsere Politiker wissen wirklich, wirklich, wirklich nicht, was sie tun.
In Deutschland ist es die AfD, die über die etablierte Politik schimpft. Wahlverdruss und sinkende Wahlbeteiligung liegen nicht an mangelnden Wahlmöglichkeiten, sondern am Politikversagen der Altparteien. Und die AfD fordert nicht nur einen Neustart in der Politik, am liebsten soll eine ganz andere Gesellschaft entstehen. Parteichef Jörg Meuthen erklärte auf dem Parteitag, wohin die Reise gehen soll. In ein Deutschland weg vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland, von dem wir die Nase voll haben. Also weg, ich sehe, das findet breite Zustimmung im Saal, vom links-rot-grün verseuchten, man könnte auch sagen, leicht versifften 68er-Deutschland. Herr Röttgen, wenn die AfD-Politiker Wörter wie Altparteien oder auch versifft benutzen, geht auf übrigens Syphilis zurück, worauf will er dann anspielen? Wollen die anspielen? Ja, das, was wir auch hier schon mehrfach besprochen haben, Es ist das generelle Verächtlichmachen des Systems. Sich selber positioniert man außerhalb des Systems. Und indem ich das System völlig undifferenziert, pauschal, nicht sachlich kritisiere, sondern sozusagen in den Senkel stelle, mit einer entsprechenden Sprache, denunziere ich die und disqualifiziere sie. Und ich muss da nur sagen, ich gehöre nicht dazu. Ich entledige mich der Aufgabe, selber ein Problem lösen zu können oder einen Vorschlag zu machen, sondern meine Legitimation ist allein, die zu denunzieren, als das System, das abgewirtschaftet hat, zu beschreiben. Und dann stehe ich prima da und muss gar nichts mehr machen. Aber Herr Röttgen, wäre das denn nicht gut, wenn solche Leute dann auch im Parlament wären und könnten ihre eigene Unfähigkeit beweisen, könnten sich mit ihnen auseinandersetzen? Kretschmann war auch mal bei den Maoisten und hat sich dann nach und nach rangerobbt und ist reingekommen. Das nennt sich Demokratie. Das ist ihr Mitbewerber. Wenn Millionen Leute das wollen, sollen sich doch äußern. Wenn sie Idioten sind, fliegen sie wieder raus. Wie die Also, was ich doch wirklich nicht gesagt habe, dass die nicht... Nein, dass sie auch ins Parlament kommen. Entschuldigung, das darüber entscheiden doch wir nicht, sondern die Wähler entscheiden darüber. Rein. Und wenn sie drin sind, sind sie im Parlament. Aber ich bin danach gefragt worden, wie bewerte ich die Methode, die sie anwenden. Ist das eben keine Sachmethode, sondern eine Diffamierungsmethode. Ist das nicht genau die Krux, Herr Schömer? Je stärker sich die Front bildet, die Ablehnungsfront gegen diese Parteien, desto mehr haben die eigentlich an Sauerstoff, Herr Köppel nickt schon, um ihre Thesen zu begründen. Nein, aber das Gute ist doch dann an der Demokratie, dass wenn Sie im Parlament Ihren Murks verbreiten, wenn es Murks ist und den Wählern nicht mehr gefällt, dann gehen Sie wieder runter. Nehmen Sie das Beispiel Wilders in den Niederlanden. Der hat riesig mit Anti-Islam gemacht. Auf einmal haben die Parteien reagiert und haben sehr hart Gesetze angewendet gegen radikale Imame. Und dann sind die Stimmen wieder runtergegangen. Das heißt, das waren strategische Stimmen, die gesagt haben, bestimmte Entwicklungen hier gefallen uns nicht. Jetzt nehmen wir diesen radikalen Kandidaten. Jetzt gefallen uns die Entwicklungen wieder. Geht die Stimme darum sind wieder wir auch alle für Demokratie, die wir hier sitzen. Ja. Das ist auch nicht der Punkt. Sondern es geht darum, wie gefährlich es ist. Nützt sich als Gelegenheit, Herr Zamparoni, Sie wollen unbedingt noch was sagen, aber ich kann Ihnen nur 20 Sekunden geben und als zukünftiger Tagesthemenmoderator halten Sie sich bitte daran. Okay, das ist das Problem von Hillary Clinton. Also in den USA wird der Präsident direkt gewählt. Das heißt, da ist jetzt zwar das Gegengewicht des Parlaments, aber er kann noch viel gezielter auf die Stimmung der Leute eingehen. Und Hillary Clinton gehört zum Establishment und das wird ihre Gefahr beim Wahlkampf. Deshalb ist durchaus damit zu rechnen, dass ein Donald Trump Kandidat werden kann. Das Interessante ist in den USA... Präsident werden kann auch, ja. Das Interessante ist, die Parteien polarisieren sich immer mehr, der Graben wird immer weiter, während in Deutschland es immer mehr in die Mitte zieht. Wir haben zum zweiten Mal unter Kanzlerin Merkel eine große Koalition. Das ist eine interessante Entwicklung. In den USA ist da viel mehr eine Spaltung und Polarisierung an den Rändern zu entdecken. Danke für dieses Schlusswort. Und ich habe noch Zeit für eine Schlussrunde. Da müssen Sie aber ganz schnell antworten. Stellen Sie sich vor, Sie wären bei einem Essen eingeladen. Trump ist zu seinem ersten Besuch als Präsident in Berlin. Er gibt ein großes Essen. Sie sind eingeladen, dürfen einen mitnehmen aus dieser Runde. Wen würden Sie aus der Runde mitnehmen, damit es ein spannender Abend wird für alle Beteiligten, Herr Röttgen? Ich nehme Herrn Schömer mit, damit er mich anschließend danach in Venedig einlädt. Und Sie, wen nehmen Sie mit? Ich nehme Herrn Zamparoni mit, der kann den amerikanischen Akzent bestimmt inzwischen perfekt. Ich nehme Herrn Samunschu mit. Ich glaube, der hat da noch ein bisschen Dampf. Krawallpotenzial. Sie trauen sich. Herr Samunschu, nehmen Sie mit. Jetzt bin ich gespannt. Ich nehme Pierre Vogel mit. Der kann ganz gut Deutsch und ist Muslim. Aber nicht in dieser Runde, deswegen... Gut, war ein Gag. Ich kann nur Herrn Samunschu mitnehmen und ich würde ihm während der langweiligen Trump-Rede einmal erklären, was die Schweiz für ein faszinierendes Land ist. Dankeschön für diese Schlussrunde. Wir haben heute über die Stunde der Populisten geredet. Thomas Roth bei den Tagesthemen. Eigentlich könnte man in dieser politischen Lage
einen populären Bundespräsidenten wie Gauck noch ein bisschen länger gebrauchen. Hat aber wohl nicht geklappt. Ja, das ist genau so, Frank Blasberg. Den politischen Tag hat heute in Berlin nämlich die ganz einfache Frage bestimmt, bleibt er oder geht er? Jetzt ist klar, er bleibt noch ein bisschen. Aber dann geht er tatsächlich eben Bundespräsident Joachim Gauck. Das hat er heute jedenfalls gesagt. Und schon steht natürlich eine andere Frage im Raum. Wer könnte ihm denn folgen? Und auch zu dieser Debatte gleich mehr in den Tagesthemen. Dankeschön, Thomas Roth. Vielen Dank. Sie waren uns ein aufmerksames Publikum, hatten auch viel zu hören. Danke an diese Runde. Danke, Herr Köppel. Danke. Herr Mundschuh.